Anderthalb Monate nach seinem EM-Desaster von Berlin hat Frankreichs Zehnkampf-Weltmeister Maier beim Saisonfinale in Talenz für einen Paukenschlag gesorgt und mit einem Wettkampf für die Geschichtsbücher die Weltbestmarke auf unglaubliche 9126 Punkte geschraubt. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so hoch auf Wolke 7, dass ich einen Sonnenbrand bekomme, sagte der 26-Jährige, der beim Heimspiel in der südwestfranzösischen Mehrkampfhochburg für die Krönung eines denkwürdigen Leichtathletiktages sorgte, 7 Stunden nachdem Kenias Marathon-Ass Eliud Kipchoge in Berlin den ersten Weltrekord 2:01 aufgestellt hatte. Ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass Zehnkampf mehr als ein Sport ist, meinte Maier. In Talenz blieb Maier 81 Punkte über der alten Bestmarke des Amerikaners Ashton Eaton aus dem Jahr 2015, 9045. Es war der größte Sprung in der Weltrekordentwicklung seit 49 Jahren. Das ist eine beeindruckende Demonstration von Können. Ich freue mich für Kevin und die Zukunft des Zehnkampfs, twitterte Eaton. Nach Eaton und dem tschechischen Ex-Weltrekordler Roman Seballe, 9026, ist Maier der dritte Zehnkämpfer, der die magische 9000-Punkte-Marke knackte. Seine persönliche Bestmarke von den Olympischen Spielen 2016 in Rio, 8834, pulverisierte er. Was allein schon Maiers Dominanz verdeutlichte, nach 9 Disziplinen hatte er in Talenz mit 8.421 fast so viele Punkte auf dem Konto wie Europameister Abele am Ende des EM-Zehnkampfes. Maier, dessen 5,45 Meter im Stabhochsprung herausragten, hätten im abschließenden 1500m-Lauf gemächliche 4:49 gereicht, er lief 12 Sekunden schneller. Maiers Coup kam mit Ansage, und er hätte eigentlich schon bei den Europameisterschaften kommen müssen. In Berlin war Maier als haushoher Favorit und in herausragender Form angereist, nach 3 ungültigen Versuchen im Weitsprung aber ausgeschieden. Fassungsvoll tatenlos musste der Franzose mit ansehen, wie der Ulmer Abele zu einem rauschenden Heimsieg marschierte. Erstmals seit 26 Jahren gehört der Weltrekord unter den Königen der Athleten keinem Zehnkämpfer aus Tschechien oder den USA. 1992 hatte ebenfalls in Talenz der Amerikaner Dan O'Brien mit 8.891 Punkten die Bestmarke der britischen Ikone Daley Thompson 8.848 geknackt. Danach sicherten sich die Tschechin Tomáš Dvořák 8.994 1.999 und Seballe 9.026 2001 den Weltrekord, ehe die Herrschaft Eatons 9.039 2013 und 9.045 2015 begann. Europameister Abele kam in Talenz mit 8.310 Punkten auf Platz 2 und sicherte sich nach seinen Siegen in Ratingen sowie bei der EM den Gesamtsieg in der IAAF Combined Events Challenge. Der 32-Jährige kassierte dafür $30.000 Preisgeld. Maier kam mit nur einem beendeten Mehrkampf in dieser Saison nicht in die Wertung. Punkt. Der Gesamtsieg ging zum dritten Mal in Folge nach Deutschland, nachdem zuvor Kai Kaczmarek 2016 und Rico Freimuth 2017 gesiegt hatten.